Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Benoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Christian. Und weißt du, wer heute Geburtstag hat? Heute am 21. März. Ich sag mal, Lodder Matthäus. Lodder Matthäus hat Geburtstag. Hier, Hohlroller Deluxe, würde ich sagen. Ja, ja. Lodder Matthäus, aber ein guter Fußballer. Ja, Weltmeister 1990. Ein Fable für jüngere Frauen. Hat auf jeden Fall ein Fable für jüngere Frauen. Heute wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich bei den jüngeren Frauen, würde ich sagen. Nee. Aber Englisch so in unserem Alter, Multitalent. In unserem, als er in unserem Alter war. Ja. Also er ist ja 1961 geboren. Mhm. Also er ist jetzt gute 13 Jahre älter als ich. Mhm. Hm? So, das heißt 13 Jahre zurück, als er so alt war wie wir. Ja. So wie ich. So wie. Schisse. Ja. Da hat er also eine nach der anderen in einem Alter weggehauen. Die war also die war gerade mal fähig. Würde ich sagen. Ja, also wirklich. Lodder Matthäus, ja. Ja, ich finde seine legendären englischen Interviews, die finde ich mir super, ja. Seine Vorstellungspressekonferenz bei den New York Metro Stars oder als er für Al Jazeera gearbeitet hat und das Ganze auf Englisch abgewickelt hat, kann man sich auch hier in diesem YouTube angucken. Googelt mal Lodder Matthäus, ja. Al Jazeera oder Lodder Matthäus. Was hat er da gesagt? I'm glad to be here in New York. My English is not so good. My German is better. And I hope we can win the soccer championships next year. Das war so sein Antrittsbesuch. Also, ist okay. Man merkt, ja, also er hat immer so, es war sein Fränkisch-Englisch. Ja? Fränkisch. Fränkisch-Englisch. Und wie gesagt, googelt euch mal oder schaut euch mal hier auf YouTube das Video an, wo er Al Jazeera ein Problem lösen möchte. Am 21. März heute. Richtig. Hat Lodder Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Lodder. Am 21. März 1990, schon ein bisschen her, aber da wurde Namibia, das ist die Flagge von Namibia, hättest du es gewusst? Nee. Das ist, Sascha, das ist die Flagge von Namibia. Namibia wurde als das letzte afrikanische Land in die Unabhängigkeit entlassen. Das war erst 1990. Ach so? Ja. Deswegen 1990 in die Unabhängigkeit entlassen. Erster Präsident von Namibia, also von freien unabhängigen Namibia, wurde Sam Nujoma. Sam Nujoma. Nujoma. Sam Nujoma ist ja auch bekannt. Nujoma. Das ist Sam Nujoma hier, oder was? Nee, das ist die Flagge von... Das nächste Bild? Das ist Sam Nujoma. Das ist Sam Nujoma, oder was? Nee, ist egal. In der arabischen Welt ist heute Muttertag. Oh. Ja. Ich will jetzt nicht Grüß damit. Ich will jetzt, arabischen Muttis. Wir haben jetzt dazu. Das Kamel ist blöd, ne? Also, wir wollen jetzt nicht sagen, dass arabische Mütter Kamele sind. Das gar nicht. Nein. Sondern wir wollen einfach nur, das war jetzt so ein Bild für die arabische Begriff für arabische Welt. Arabische Welt. Für die Emirate. So man hätte eine Landkarte nehmen können, aber nicht. Wir haben jetzt einen Kamel genommen. Ist jetzt blöd irgendwie. Ja. Aber ist egal. Nee, also sorry, also das war jetzt ein falsch gewählt. Aber heute ist Muttertag in der arabischen Welt. Ja. Genau. Das kann man heute alles kundtun, auch draußen, wenn man rausgeht. Also ihr könnt es kundtun. Und ihr könnt dazu auch noch kundtun, dass heute auch noch ein zweites Geburtstagskind geben würde. Echt? War gar nicht geplant, das von mir. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Am 21. März, ach Quatsch, am 21. März 1960 geboren. Mhm. Ja. Ayrton Senna, brasilianischer Rennfahrer. Richtig gut, ne? Dauerweltmeister, The Magic war sein Spitzname. Totgefahren, wirklich auf der Spitze seines Schaffens. Ne? Richtig, 1. Mai 1994 in Imola. Und weißt du, wer hinter ihm gefahren ist? Michael Schumacher. Richtig, genau. Respekt und Anerkennung, dass du das weißt. Ja, wie gesagt, zu der Zeit habe ich mich ein bisschen für Formel 1 interessiert. Ach du. Und ich habe das Rennen sogar live gesehen. Nee. Und deswegen, ich kenne diesen Moment. Wie gesagt, es war der große Preis von San Marino in Imola. Und er ist aus dieser Kurve rausgefahren und einfach Kerzen gerade in die Mauer reingeballert. Ja. Ja. Deswegen, stimmt. An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, am 21. März an Ayrton Senna zu denken. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.